Jo Leute, willkommen zurück zu Faeria. Wir spielen wieder mein Standarddeck im Moment. Das Three Wishes, Garudan, Tag des Drachen, Blau-Grün Deck. Keine Ahnung, wie ich das Ding beschreiben soll. Also, das Deck halt, was ich permanent im Grunde spiele. So, wir nehmen erstmal hier ein grünes Wäldchen und müssen dann halt gucken, dass wir gleich mal eine vernünftige Kreatur ziehen. Nicht, dass Garou dann jetzt eine Kackfigur ist, aber das Problem ist, sie ist halt nicht ganz so billig zu spielen. Ich meine, für 14 Faerie könnte ich sie jetzt spielen, aber leider habe ich keine 14 Faerie. Gut, damit kann man aber arbeiten. Wir können die lebende Weide hierhin platzieren und dann können wir mit Erdenwerk können wir einmal da das hin. Und wenn wir jetzt noch erkunden spielen, können wir da den hin und da den hin. Dann kann ich im nächsten Zug zumindest mal alles voll machen. Gut, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht bis jetzt aus. Aha. Ich nehme an, das ist ein Blau-Control-Deck. Ich nehme es an. Ich weiß es nicht. Aber ja, es sieht ganz stark danach aus. Wir spielen erstmal einen auf Grün-Blau. Und dann würde ich sagen, ich habe noch nicht genug Faeria, um jetzt richtig geilen Scheiß zu machen. Ich würde gerns Erdenwerk spielen und dann irgendwie gucken, dass ich, was weiß ich, da schon ein bisschen auf den Garudan spiele. Weil im Moment, wenn ich den Garudan jetzt rauskriegen würde, würden. Okay, er killt einfach das ganze Feld von sich. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ah, okay, jetzt beschwört er zwei Frösche und kann dann in der nächsten Runde Faerie wieder sammeln. Okay. Ach, das spielt er. Aha, okay. Ja, ist interessant. Wir machen das. Setzen das. Weil wir müssen jetzt so langsam ein bisschen auf an. Oh, wunderbar. Eine wunderschöne Karte und ich kann sie leider noch nicht spielen. Ach, ist das ärgerlich. Ich bin mir noch unsicher, was er jetzt vorhat. Ich weiß es noch nicht. Springt? Nee. Macht er nicht. Er möchte natürlich seinen Auroras Schüler, möchte er da stärken. Jetzt ist die Frage, spielt er da drauf? Also spielt er auf den Auroras Schüler? Oder hat er den jetzt rausgeschmissen, weil ihm keine andere Wahl blieb? Ich würde aber sagen, das Billigste im Moment ist, wenn ich das mache. Und dann einfach hier rüber gehe. Ich könnte jetzt zwar noch den Urkoloss spielen, aber das wäre im Moment einfach wasted. Okay, da ein blau Deck. Also da ein blau fällt hin. Ja, der spielt auf jeden Fall ein Control Deck. Da könnte man ganz getrost von ausgehen. Jetzt ist die Frage, wie spielt er? Okay. Aha. Okay. Wir spielen erstmal ein Gelbfeld. Dann können wir den Urkoloss beschwören. Und
einfach mal nicht darauf achten, dass ich halt nur 2 Grün habe. So ein Mist. Ändere den Grundangriff und die Leben einer verbündeten Kreatur. Früher war. Ich glaube, das war früher sogar mit. Sag mal schnell, mit. Mit allen Kreaturen ging das. So, Auroras Schöpfung, bla bla bla. Na gut. Wir haben zweimal den Wald nähren, was gar nicht mal so schlecht ist. Haut er mir oben den weg oder haut er jetzt einen sinnlosen Schaden da unten? Da auf meinen Koloss. Ja, war klar, dass er mir den jetzt blockieren möchte. Das ist gerade total sinnlos, was er da jetzt gemacht hat. Das weiß er nur noch nicht. Wir machen nämlich das. Nähren den Wald. Ziehen eine Karte. Oh, das ist super. Dass ich die gezogen habe, ist echt gut. Dann nähren wir nochmal den Wald. Mir fehlt genau ein Faerier. Gut, muss ich leider den Glücksfall machen. Und mir fehlt jetzt leider ein Feld. Shit. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich nicht drauf geachtet, dass das ja 3 braucht. Leider Gottes. Möchte ich die lebende Weide dafür opfern? Nein, möchte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Okay. Warum hat er jetzt aufgegeben? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Faerie. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.